Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play hier. Und zwar spielen wir Crawl und mit dabei sind der Erich, der Tommy, der Domi und ich, der Flo. Servus. Genau, so sieht's aus. Ja, Erich, du hast es rausgesucht, sag doch mal kurz was zum genau. Game. Ja, genau. Crawl ist so ein Dungeon-Crawler, nur dass man halt die Monster spielen muss und gegen den Helden antreten muss. Und eine Person von uns wird aber immer der Held sein. Und je nachdem, wer diesen Helden tötet, darf dann selbst der Held sein. Und genau, dann gibt es so einen kleinen Dungeon und dann muss man dann den Endgegner auch besiegen. Also ist eigentlich ein ganz witziges Game, gerade so zu viert. Deswegen dachten wir machen mal so ein paar Folgen dazu. Ja, ist echt spaßig. Ist auch relativ neu halt. Und jetzt sucht man sich hier erstmal die Monsterklasse raus. Die man haben will, genau. Okay, alle sind ready. Dann kann's ja losgehen. Dann kann's losgehen. So, jeder von uns, also beziehungsweise einer ist der Held, die anderen drei sind jetzt Geister. Und jeder hat die Farbe, die er auch gerade hatte, also... Ich bin rot. Ich hab den Menschen, also. Der orangene Geist. Okay, dann. Oh, oh. Boah. Und es gibt auch so Fallen, wie ihr hier seht. In die kann man reingehen als Geist und die dann steuern. Du musst jetzt, Domi, du musst den roten Stein zerstören. Ja. Oh, und jetzt sind da diese Blasen. Und je nachdem. Am Boden, diese, oder diese. Ja, den hat einer von uns jetzt gerade reingesetzt. Ich hab den Stein gesetzt, ja. Je nachdem, wie viel Schaden man an dem Helden macht selbst, desto mehr wird man belohnt durch Blut. Und das Blut kann man dann, wenn man Held ist, eintauschen gegen Gold und sich von dem Gold dann Items kaufen, neue, in der Schmiede. Aber das werdet ihr alles noch sehen, auf jeden Fall. Boah, hat er mir direkt ein paar verpasst, der Thomas. Oder wer ist denn... Ach nee, der Domi ist der Held. Ja, ich bin der Held gerade. Shit. Ah, da hat er mich. Komm, crawl mir die Eier. Oh Gott. Der Erich. Ah. Ah, du Drecksack, ey. Oh nein. Da habe ich ihn mit der Falle, glaube ich, erwischt. Nee, doch nicht. Nee, der Tommy hat nicht. Okay, und jetzt bin ich der grüne Geist wieder. Okay, alles klar. Ach so, da lebt noch einer. Mit einem Schlag. Und okay. So, jetzt sieht man noch, nach jedem Level gibt's noch Vitae-Punkte für die Teilnehmer. Oh, Tommy schon Level 4, Alter. Ja, voll krass. Und damit kann man jetzt noch seine Monster weiterentwickeln. Und ich glaube, ich will das Skelett. Ja, das habe ich auch genommen. Geil. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. So, genau, jeder hat jetzt schnell hier seine Monster hochentwickelt und jetzt geht's direkt weiter. Chapter 2. So, es wechselt wieder durch. Ich bin immer noch Geist. Wer ist denn jetzt gerade die Person? Ich bin die Person. Tommy, okay. Wow, drei Fallen stehen hier rum. Da ist ein Stück Schinken. Was er sich schon eiskalt einverleibt hat, der Thomas. Und wie ihr seht, da oben ist so eine Goldkiste, die Tommy aufgeschlagen hat, schon aus Versehen. Das kann man auch noch einsammeln. Boah. Ah! Nein! Da hat er mich auch ganz am Schluss noch erwischt. Ja. Ah. Und da hat er auch die Schmiede gefunden. Ah, okay. Hier und kann hier? Man jetzt sehen, da wird das ganze Blut, was er sich verdient hat, eingetauscht gegen Gold. Und er kauft sich hier Items. Hier gibt's Waffen. Also in der Mitte gibt's Waffen. Links gibt's so Zaubersprüche und rechts so verbrauchbare Items, als auch so passive Items. Und wir fahren oben die kleinen goldenen Punkte weg, damit wir diese Schleimmonster kriegen. Und gleich, ich habe schon drei jetzt. Oh, Thomas. Ja, du hast schon drei, aber du sammelst immer noch allein. Und alle, oh, da lässt du sie alle raus. Und alle in die Fallen. Mist, ich kann nur in die Richtung schießen.
Mist. Hat gut Blut gegeben bei mir. Ich glaube, alle auf einmal ist immer am besten, wenn man drei hat. Ja, das ist auf jeden Fall krass, ja. Das ist nochmal eine krasse Ablenkung. Oh yeah. Bogenschütze. Verzieh dich, Thomas. Kannst vergessen. Komm her. Komm jetzt her. Oh nein. Aber echt, guck mal, der blutet. Der ist richtig am Arsch. Ah, nein. Ich hab ihn. Ja. Ich wär's so gerne geworden. Ist das Vieh auch einer von euch? Was denn? Der Hund hier? Hund, ja, ja, der Hund bin ich. Ja. Ach so. Muss man ja erstmal checken. So, da macht er sich auch direkt auf den Weg zur Schmiede, denke ich. Ja? Oh, war falsch. Wo ist denn die dumme Schmiede? Man sieht das immer an jetzt den, kommst du hier erstmal nicht mehr raus. An den Schildern an der Tür. Ja, dachte ich wäre den. Ja, guck mal, hier ist eins und hier ist das nächste hier. Ach, unten. Hier unten ist es, ja, richtig. Auch mal kurz hier ein bisschen Cash abholen. Und eine bessere Waffe auf jeden Fall. Ist ja überall nicht genug Gold für. Und die haben alle so ein bisschen Spezialfähigkeiten. Das ist noch ganz cool als Fähigkeit. Floating Beam. Ja, dann machst du, wenn du B drückst, machst du dann nicht so ein Salto, sondern kannst du ja mal probieren. Dann kommt so ein Strahl. Das ist halt ziemlich cool. Bei euch jetzt oder bei mir? Also für dich. Oh shit. Alle haben ihre Schleime jetzt rausgelassen plötzlich. Weil hier so viele Fallen in dem Raum sind. Ah, und das überlebt er nicht. Da hat er mich echt erwischt mit. Ich hab's geschafft, oh mein Gott. Ja, Tommy ist schon wieder dran. Alles in einem Level immer noch. Das ist ganz schön krass. Damn it. So. Ah, und da geht's weiter. Okay. Boah, das gibt jetzt viel, Vitae. 37, wow, okay. Ich gehe weiter auf das Skelett. Ich will den unbedingt mal haben. Den krassen Kollege. Das super Skelett willst du haben? Ja. Den hatte ich nämlich auch noch nie. Hast du auch nicht verdient. Ja, Tommy, dann zeig mal, was du kannst. Einiges. Oh, es geht los. Ach, ich bin das kleine Vieh. Damn it. Oh nein. Jawohl, jetzt habe ich das Skelett. Oh, oh, oh. Nein! Ah, das war's. Ich finde das echt cool für so ein rundenbasiertes Ding. Also, den Endgegner kann man noch dazu sagen, es gibt halt einen Endgegner, den kann man erst ab Level 10 machen. Ja, genau. Ah ja, okay. Wir sind jetzt, der Tommy ist Level 9 im Moment sogar schon. Also wenn er den Raum hier noch überlebt, könnte er sogar sofort zum Endgegner. Ist natürlich noch ein bisschen mau ausgerüstet, was das angeht. Ich kann auch noch beim Schmied vorbeigehen. Ja, das stimmt, aber du hast nur 21 Blut. Aber dafür muss er erstmal den Raum hier überleben. Ah! Aber da hat er schon. So, und man sieht jetzt, jetzt kommt er in den Raum gleich. Also, ach nee, da ist ja der Schmied erst, okay. Weil du übelst im Sack bist. Ja, du überlebst nicht mehr lange.
Oh. Erwischt. Nein! Daneben geschossen. Yes! Jawohl. Erwischt. Und da bin ich auch endlich mal. Was ein Glück. Und dann direkt in so einem Raum starten. Herzlichen Glückwunsch. Wo einfach sich jemand denkt, lass mal 50 Schleime frei. So, ich will auch unbedingt zum Schmied. Aber ich hatte auch noch... Da ist noch eine Kiste. So. Her mit der Kohle. Boah. Eine Riesenkeule. Hast du sie dir geholt? Ja, jetzt habe ich sie. Oh Mann. Jetzt habe ich sie. Boah, die geht bestimmt ab. Die ist halt sau langsam. Boah. Aber ein Schlag und dann brennt das Vieh. Weg hier. wo geht's denn lang? Verdammt. Ach da, okay, unten. Unten. Komm. Jetzt in irgendeinem Raum, wo viele Waffen stehen. Warum sind denn hier nirgends Viecher? Es war ja super ja, easy gerade für dich. Ja, für mich, weil wir schon alle geklärt hatten. Guck mal, der Tommy hat alles aufgeräumt in dem. Der ist Level 11. Oh, verdammt. 2 zu wenig, um. Das ist so ärgerlich. Na ja, mach ich nochmal das Vieh auf jeden Fall. Habt ihr schon ein Riesenvieh? Noch keiner, ne. Ah, okay. Ja, keine oh, okay. Patterson's Curse. Aber ich finde das echt oh, ganz nett für so ein kleines Ründchen zwischendurch. Macht auf jeden Fall Bock mit ein paar Freunden. Shit. Boah, die ist übelst langsam, die Keule. Muss man sehr genau sein. Wer auch immer sich da hinten so dumm in die Ecke platziert hat, ist voll der Assi. Oh Gott, ich überlebe nicht mal den Raum hier, weil es so krass ist. Ja, das war's. Schon wieder der Tommy, eh nett. Das ist ein Drecksack. Das ist ein mieser Drecksack. Oh Gott. So. Und da probiert der Tommy das erstmal einen Endgegner. Man oh Gott. Den kann man insgesamt 3-mal probieren, danach ist es auf jeden Fall vorbei. Also beziehungsweise nicht jeder, sondern alle zusammen dürfen den 3-mal so, probieren. Auf geht's. Das ab ist geht's. Er. Da ist er, der Endgegner. Und wir müssen jetzt in verschiedene Körperteile von dem rein schnell und dich irgendwie attackieren damit. Ich nehme mal den Strahl hier in der Mitte. Erinnert mich immer so ein bisschen an Day of the Tentacle, das Vieh. Ja, stimmt. Boah, voll in Mittelstrahl drin. Boah, da hast du es einmal erwischt. Boah. Jetzt gibt's ein paar Schläge auf den Kopf und dann geht das Battle weiter hier. Ihr müsst euch mit den Händen ein bisschen geschickter anstellen. Ich versuche überall diesen Schleim hinzubringen. Oh Gott, der Tommy. Tommy macht's nicht schlecht hier. Ja, auf jeden Fall, muss man sagen. Wenn er das halt jetzt schafft, dann hat er auch gewonnen. Eiskalt. Erwischt. Nein. Oh, das war oh, ganz, ganz mieser Hit. Und wieder erwischt. Oh, da ist er raus. Boah, viel Schaden auf einmal gerade.